Hallo, richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Deborah und wir sind hier in Odenheim im Jugendtreff und wir haben heute den Yannick zu Besuch. Der sagt gerade selber ein bisschen was zu sich. Ja, hi, ich bin der Yannick aus dem Jugendzentrum Southside aus der Bruchsaler Südstadt. Und ich bin heute hier, um mit der Deborah über ein spannendes Thema zu sprechen, beziehungsweise mich interviewen zu lassen als Experte. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir wollen nämlich ein bisschen mehr darüber lernen, wie wir quasi in Beziehungen gut sind und gerade für die Jungs. Und einfach so das Thema, das Beziehungs-1x1 für Jungs quasi. Und haben dafür ein Quiz vorbereitet, wo ihr mit überlegen könnt, okay, was wäre eine gute Reaktion, was wäre ein gutes Verhalten einfach bei verschiedenen Situationen. Und der Yannick wird uns einfach dann so ein paar Antworten dazu geben, was er denkt. Mal gucken, ob er es drauf hat. Ich gut abschneide. Genau, aber überlegt echt mit, guckt einfach, was würdet ihr machen oder was ist das, was wirklich gut wäre. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Sehr gut, sehr gut. Genau, das erste ist, wir chillen in der Pause in unserer Crew. Mein Schwarm sitzt neben mir, aber ich weiß nicht so recht, wie ich ihn ansprechen soll. A. Ich starre sie so lange an, bis sie mich anspricht. B. Wenn sie in der Gruppe etwas sagt, beleidige ich sie, um ihr und den anderen zu zeigen, wie hart und cool ich bin. Oder C. Weil ich in der Gruppe so aufgeregt bin, schreibe ich ihr erstmal nach der Schule, um das Eis zu brechen und zu erfahren, was sie so interessiert. Interessant. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich so, als ich 13, 14, 15 war, hätte ich wahrscheinlich, weil ich so ein schüchterner Typ war, wahrscheinlich hätte ich A genommen und gesagt, ich starre sie einfach so lange an, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ob das funktioniert hätte oder hat, es hat eher weniger funktioniert. Also jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ich nehme C. Weil ich in der Gruppe so aufgeregt bin, schreibe ich ja erstmal nach der Schule, um das Eis zu brechen und zu erfahren, was sie so interessiert. Einfach, ja, klar, wenn man nicht weiß, über was man überhaupt sprechen soll, kann man es, übers Handy ist immer einfacher, denke ich. Also da hat man den Augenkontakt nicht, da muss man sich nicht so, weiß nicht, ist man nicht so geniert vielleicht. Ich denke, da ist es einfacher und dann, wenn man dann irgendein Thema hat, über das man reden kann, dann ist das schon mal, kommt man da vielleicht einfacher rein, denke ich. Okay, gut. Was ist denn, wenn du jetzt jemanden einfach beleidigen würdest? Also gerade so, dass du vor deinen Kumpels wirklich der coole Harte bist und soll die nicht sehen, wie cool du bist? Also das mag dann vielleicht, je nachdem, welche Absichten ich habe. Also wenn ich jetzt einfach nur von meinen Kumpels angeben will, dann mag das vielleicht schon irgendwie, weiß nicht, wenn die das dann cool finden, je nachdem, wie die drauf sind. Also ich würde es jetzt nicht so cool finden persönlich, irgendwie, wenn da irgendjemand andere beleidigt. Aber sowieso, wenn ich bei dem Mädchen punkten möchte und mit ihr in Kontakt treten will und, keine Ahnung, da mit ihr sprechen will und sowas, also dann macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich sie erstmal beleidige. Also da würde ich auch sagen, hä, was ist denn mit dir? Nee, danke, brauche ich nicht. Ja. Also das wäre auf jeden Fall ein Schuss nach hinten wahrscheinlich. Ja. Dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Es hat gefunkt zwischen uns und wir sind uns näher gekommen. Wir haben auch schon zusammen gechillt. Ich wollte ihr einen Kuss geben, jedoch kam von ihr keine Reaktion. Was soll ich tun? A. Ich küsse sie einfach und fasse sie auch an. Schließlich bin ich ein geiler Typ und sie hat safe auch Bock. Oder B. Ich spreche mit ihr darüber und frage sie ganz offen. Hey, ich mag dich wirklich sehr. Ist es okay, wenn wir uns küssen? Sie wird mir dann sagen, was sie will und was nicht. Oder C. Ich gehe einfach nach Hause, keine Lust auf so verklemmte Tanten. B, auf jeden Fall. Einfach weil es generell immer hilft, wenn man erstmal offen versucht, über so Sachen zu sprechen. Also ich glaube, wenn man einfach nur sich drückt und nach Hause geht, dann geht man dem Ganzen zwar für den Moment aus dem Weg, aber hat er danach nichts gewonnen. Mhm. Und A ist für mich, aber also das funktioniert, also das geht gar nicht. Also ich kann nicht einfach, da, ja, ich glaube, da kommen wir aber auch später noch dazu. Also wenn sie das nicht will, dann kann ich dann nicht einfach meine Nummer durchziehen, weil ich jetzt denke, ich bin der Geilste und bin sowieso der Macker und alles. Aber das, nee, kann ich nicht machen. Also wir müssen schon beide einverstanden sein dann dafür. Weil wahrscheinlich kommt es dann auch
am Ende auf nichts Gescheites raus, wenn ich so einfach mein Ding durchziehe. Ich denke, das funktioniert nicht. Mhm. Nee, also B. Ich spreche mit ihr offen darüber. Auch wenn das wahrscheinlich am Anfang erstmal schwierig ist. Ich denke, das ist von den drei Auswahlmöglichkeiten schon die, die am meisten Überwindung kosten, wahrscheinlich. So offen über Gefühle sprechen. Mhm. Gerade für Jungs und Männer ist das nicht immer so einfach, wenn ich jetzt mal ein bisschen Klischee bedienen darf. Aber ja. Doch, da muss man einfach über seinen Schatten springen und das, sich da trauen und dann funktioniert das meistens auch. Kannst du das auch aus Erfahrung sagen, dass das was gebracht hat, wenn du über Sachen geredet hast? Also ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, dass es nichts bringt, wenn man nicht über Sachen spricht. Ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wenn man es dann probiert und wenn man da auch über Gefühle versucht, sich zu unterhalten, was ja auch nicht immer so einfach ist, aber alleine schon, wenn man das versucht und da ein Gespräch sucht, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Mhm. Auch das kann ich aus Erfahrung sagen. Ne? Ja, voll gut. Gut. Gehen wir mal weiter zu Frage 3. Mein Mädchen und ich sind zusammengekommen und hatten auch schon Sex miteinander. Gestern hat sie mich aber nicht drangelassen, obwohl ich richtig Lust hatte. Wohin jetzt mit der angestauten Manneskraft? A. Ich frage sie, ob alles okay ist und warum sie keine Lust hat. Sie fühlt sich müde und krank. Ich akzeptiere das und wir verschieben es aufs nächste Mal. Dann halt wirklich nur Netflix und chillen. Oder B. Ich akzeptiere das nicht, weil ich jetzt Bock habe und rede so lange auf sie ein, bis sie doch mit mir schläft, obwohl sie es eigentlich nicht will. Oder C. Ich merke zwar, dass sie keine Lust hat, aber ich mache einfach weiter mein Ding. Schließlich bin ich der Mann und entscheide, was passiert. Genau, also das ist im Prinzip, kann man das an das anschließen, was ich eben gesagt habe. Da würde ich auch auf jeden Fall A nehmen, weil B und C macht dann auch wieder keinen Sinn. Also das ist, wenn, ja, zu Sex oder generell zu einer Beziehung zählen immer mindestens zwei Leute. Und wenn die nicht einverstanden sind, dann geht es nicht. Also das ist No-Go, kann ich nicht machen. Also dann, das wollte ich für mich auch nicht, dann mich da einfach überreden zu lassen, jetzt zu, egal ob es jetzt Sex ist oder irgendwas anderes, dann, ja, und wenn ich das nicht will, dann mache ich das mit anderen auch nicht. Das ist so dieser Grundsatz, den es eigentlich überall im Leben gibt. Ja. Von dem her würde ich sagen, ich nehme die Antwort A. Ja. Nur Netflix und chill, ohne Netflix und chill. Sehr gut. Ja. Dann Frage 4. Meine Freundin will am Wochenende mit mir auf eine Party, auf der aber nur Freunde von ihr sind, die ich eigentlich nicht mag. Ich möchte viel lieber mit meinen Kumpels um die Häuser ziehen. Wie bringe ich ihr das bei? A. Ich scheiß auf sie und ihre Party und sage das auch so. Soll sie doch alleine gehen. Oder B. Ich schieße mich auf der Party dermaßen ab, dass sie mich nach 2 Stunden nach Hause bringen muss. Dann ist es wenigstens schnell vorbei. Oder C. Ich versuche, mit ihr einen Kompromiss zu finden. Freitag Party und Samstag Shisha und FIFA mit den Jungs. Ich würde die Antwort C nehmen. Jetzt, heute hier, wie ich so sitze. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich diese Situation auch schon persönlich. Ich war da, wie alt war ich da? 17, glaube ich. Und da habe ich mich für Antwort B entschieden und das ging dermaßen nach hinten los. Also ja, das hatte ich, ja. Also die Party war relativ schnell vorbei und ich hatte danach einfach nur am nächsten Morgen einen Kopf, das gerade so gekracht hat. Mir war schlecht und meine Freundin hatte so einen Hals, also von dem her, das hat keinem geholfen. Würde ich so wahrscheinlich auch nicht mehr machen, wenn ich so drüber nachdenke, weil hilft ja nichts. Geht es einem nur schlechter nach, psychisch und physisch. Und immer, C, Kompromiss finden und dann ja, kann man am einen Tag erst und am nächsten Tag dann was anderes. Auch da einfach wieder, wenn man das anspricht, im Vorhinein ist es immer geschickter, als das dann irgendwie sich da drum zu drücken und dann ja, kommt eben sowas raus wie Antwort B, wenn man das so laufen lässt. Deswegen, ja, ich würde C nehmen, den Kompromiss. Okay. Dann Frage 5. Nach einiger Zeit merke ich, dass es mit uns doch nicht das Richtige ist und ich möchte Schluss machen. Wie mache ich das am besten? A. Ich betrüge sie mit einer Freundin von ihr.
dann wird sie sich schon von mir trennen und ich habe gleich die nächste am Haken. Oder B, ich ignoriere sie und gehe aus dem Weg. Das Problem löst sich schon von alleine. Oder C, ich gehe den schwierigen Weg und sage es ihr persönlich. Ich bin zwar ehrlich, aber versuche sie nicht zu verletzen. Da müssen wir jetzt halt durch. Ja, auch wieder hier C. Da müssen wir jetzt halt durch. Also ich denke, die Antwort sagt es schon. Das ist wahrscheinlich die, auch wieder der schwierigste Weg, um sowas zu beenden. Aber ja, hilft dir nichts. Und also A wäre wahrscheinlich das mit der Freundin betrügen, wäre sehr pragmatisch gedacht, denke ich. Aber ja, da kommt man wahrscheinlich auch gefühlsmäßig nicht auf einen grünen Zweig miteinander oder generell wird das wahrscheinlich dann auch langfristig mit dieser anderen Freundin dann nicht funktionieren, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also von dem her, nee, und aus dem Weg gehen ist auch, irgendwann muss man so dann sowieso drüber sprechen. Also irgendwann kommt, spätestens dann, wenn meine Partnerin kommt und sagt, hey, was ist denn mit dir, warum gehst du mir die ganze Zeit aus dem Weg, ich kann mit dir überhaupt nichts mehr anfangen. Spätestens dann kommt man wieder zu C und muss sowieso drüber sprechen. Von dem her, am besten gleich drüber reden und dann sollte das funktionieren, denke ich. Auch wenn es schwer ist. Ja, von den Antworten, die du jetzt gegeben hast, ging es ja oft so, wirklich einfach auch über Sachen reden. Und ja, ist vielleicht manchmal nicht einfach, aber ich glaube, wenn man wirklich Beziehungen führen will, ne, dann gehört das einfach dazu. Und umso früher man es lernt, ist umso besser, denke ich. Klar, ja. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie einen guten Tipp auch, wie man über Sachen gut reden kann oder... Ja, wie man das vielleicht lernen kann. Muss ich jetzt ehrlich sein, so wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, ich war da früher auch nicht der stärkste Redner und bin das bestimmt. Also wenn man jetzt heute meine Freundin fragt und die sieht, dass ich jetzt hier sitze und einen hier auch Beziehungstipps gebe, dann wird die wahrscheinlich auch sagen, also ich weiß, ich habe da die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, wie man das so schön sagt. Aber ja, ich denke, da muss man einfach seine Erfahrungen machen. Und wenn man versucht, das zu sich immer wieder in Gedanken zu rufen, Mensch, am besten, ich rede einfach mal drüber, auch wenn es schwer ist, dann sammelt man da so seine Erfahrungen, dass man dann schon von alleine merkt, also was da das Richtige ist. Und ich hoffe halt, dass man, je nachdem, wenn man das hier, diese ganze Chronologie so durchgeht, dass die Jungs dann vor allem auch auf den Trichter kommen, okay, eigentlich hat der Janik doch so irgendwie ein bisschen recht. Ein bisschen, hoffe ich zumindest. Ja. Genau. Ja, es geht ja auch irgendwie jetzt öfter darum, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Würdest du sagen, das ist irgendwie wichtig, als Junge, als Mann Verantwortung zu übernehmen? Oder warum ist das vielleicht auch wichtig? Ich würde das jetzt mal als Junge, als Mann speziell, ist auch wichtig, aber ich sehe das auch so ein bisschen geschlechtsunabhängig, denke ich. Also immer dann, wenn man so in einer Beziehung steht mit anderen Menschen, sei es jetzt eine romantische Beziehung oder sei es, ein einfaches Beispiel, irgendwie, ich bin in einer Fußballmannschaft. So, wenn ich jetzt in einer Fußballmannschaft bin, dann bin ich auch gewissermaßen dazu verpflichtet, ins Training zu kommen. Weil wenn wir nicht trainieren können, dann können wir nicht spielen und dann sind wir keine Fußballmannschaft. Und genauso ist es, also nicht genauso, aber so ähnlich kann man das auch bei einer Beziehung sehen, finde ich. Wenn du in einer Beziehung bist, dann habt ihr ja irgendwelche gemeinsame Interessen. Im Optimalfall, denke ich jetzt mal. Und wenn man diese Interessen verfolgen möchte und auf ein gewisses Ziel hinaus will und wenn es nur ist, ich will auf eine Party gehen, auf der ich mich jetzt nicht total unwohl fühle, sodass ich mich abschießen muss, dann habe ich ja auch dem anderen gegenüber eine gewisse Verantwortung. Das heißt, ich kann nicht nur das machen, was ich jetzt gerade will, so mir jetzt gerade die Nase steht und sagt, oh, jetzt habe ich Bock auf das und morgen habe ich Bock auf das, sondern man muss da auch gewisse Kompromisse finden. Klar ist immer wichtig, dass man auch Zeit für sich hat, dass man seine Interessen auch vertreten kann, aber halt nicht nur und nicht immer nur dann, wann ich Bock drauf habe. Und ja, also ich denke, dass das vor allem auch die Jungs sich da irgendwie hinter die Ohren schreiben sollten. Weil ich, also meine Erfahrungen sind da auch einfach, dass wir Männer da irgendwie anfälliger für sind, das dann doch zu machen. Ja. Einfach, weil wir vielleicht auch simpler gestrickt sind. Für uns ist das dann klar, ja, das kann man jetzt so machen, aber das kommt dann bei den Damen nicht immer so gut an und die sehen es dann vielleicht auch anders. Von dem her, ja. Hat man da auch eine Verantwortung und dieser Verantwortung muss man sich dann auch stellen und die auch übernehmen. Also da kommt man nicht drum um.
Ja, irgendwie dieses, wenn man das eine möchte, dass man dann auch die Verantwortung übernimmt, ne? Genau, dass man nicht nur den Spaß hat, sondern dass es so ein Gesamtpaket ist. Ja, gibt immer beide Seiten. Ja. Es gibt nicht immer nur Spaß, ne? Leider nicht, ne? Aber wahrscheinlich ist der Spaß auch größer, wenn man Verantwortung übernimmt, weil dann ist die Beziehungsebene ja auch anders, genau, ne? Oder das, was man macht mit den Leuten. Ja. Ja, cool. Gut. Vielen Dank, dass du einfach so ein bisschen erzählt hast und ja, einfach uns was mitgeteilt hast. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Ich will jetzt nicht unbedingt vom Wissen sprechen, aber meine Erfahrungen teilen durfte. Ja. Ja. Ja, richtig cool, dass du da warst. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder was dazu sagen wollt, dann meldet euch total gerne. Freuen uns, von euch zu hören. Auf jeden Fall, ja. Und wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ciao.